Willkommen, schön, dass Sie dabei sind beim DAX-Check. Hallo Thomas. Hallo. Gestern ging es 0,5% für den DAX abwärts. Also er ist so ein bisschen gefallen dann, nachdem wir hier standen. Aber gut, keine allzu großen Bewegungen. Auch heute lässt es einigermaßen ruhig angehen. Er ist wieder im Minus gestartet. Jetzt aktuell sind es noch 0,16%, genau. Also 12.255, da notieren wir im Moment. Das ist weiter so ein bisschen die Zurückhaltung vor dem G20-Gipfel am Wochenende. Es gibt keine neuen Impulse. Heute Morgen hat es in China recht gerumpelt, also da waren die Verluste doch über 1% an den asiatischen Märkten, vor allem eben in China, weil es da Probleme angeblich mit chinesischen Banken gibt und Untersuchungen von amerikanischer Seite. Also das Ganze hat natürlich noch etwas Öl ins Feuer gegossen, aber ja, letztendlich hat sich das Ganze hier schon wieder etwas beruhigt, doch nicht so auf der Agenda. Man wartet einfach ab, was jetzt der Freitag bringt, wobei Amerika schon die Erwartungen mehr oder weniger gedämpft hat, dass hier keine großen Manöver zu erwarten sind. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es einen Deal gibt. Hoffentlich gibt es ja zumindest mal einen Waffenstillstand oder in die Richtung etwas, wo man sagt, man arbeitet konstruktiv zusammen. Ja. Dass sich die Lage nicht verschärft. Wir können uns mal die Charttechnik anschauen. Hat sich ja wenig getan. Weiterhin im Niemandsland, mehr oder weniger. Ja, wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, dass wir hier verschiedene Aufwärtstrends sehen. Okay, das. Ich kann die Linie. Ja, machen wir noch. So viel Zeit muss sein. Einmal hier den primären Aufwärtstrend hier. Der verläuft im Bereich 12,420. Und dann eben hier unten den zweiten, den sekundären, sind jetzt noch nicht so aussagekräftig, diese Aufwärtstrends, zumindest dieser sekundäre, weil es noch nicht so viele Auflagepunkte gibt. Hier gibt es schon eine Reihe von Auflagepunkten. Hier sind wir leider nicht zurückgekehrt in diesen Trend. Das muss man abwarten. Und ich habe gesagt, 12,421 oder 12,420 in dem Bereich verläuft diese Linie heute. Hier das trifft sehr gut zusammen eben mit diesem Hoch. Das wäre natürlich schon ein sehr starkes Kaufsignal, wenn wir darüber hinausgehen. Aber im Moment fehlt da eben der Impuls, die Argumente. Auch wenn ich mir jetzt die Dividendenrendite von deutschen Aktien im Vergleich zur Anleihenrendite anschaue, dann bleibt eigentlich einem nichts anderes übrig, als in Aktien zu gehen. Aber die Angst vor einem Handelskrieg ist doch omnipräsent und deswegen hält man sich da auch zurück. Das zweite Thema ist natürlich der Iran. Auch hier gibt es neue Sanktionen. Ich weiß nicht, wie das da unten ausgeht. Vielleicht flüchten viele Anleger momentan in Gold. Zumindest ist Gold auf den 6-Jahres-Hoch gestiegen. Nein, nicht also es ist offensichtlich. Ja, offensichtlich. Weil Gold hat ja sehr stark zugelegt die letzte Zeit. Aber das ist ja auch mal schön für einen Kollegen Busler, dass da sich endlich mal was tut und die Kurse steigen. Kein neues Produkt, weiterhin. Bringt auch nichts im Moment. Wir haben weiterhin die Gefahr, dass wir vielleicht nochmal auf 12.000 zurückgehen. Von daher bleiben wir erstmal an der Seitenlinie. Gut, Dankeschön für heute, Thomas. Sehr gerne. Wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder, 9:30 Uhr zum DAX-Check. Bis dahin, auf Wiedersehen.